Mögest du in interessanten Zeiten leben, so heißt ein chinesisches Sprichwort, das eigentlich ein Fluch, eine Verfluchung ist, denn man wünscht seinem Gegenüber damit das Leben in einer Zeit, die politisch turbulent ist, die unruhig ist, die in jeder Hinsicht faktisch schwierig ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir immer interessantere Zeiten jetzt bekommen. Wir haben hier zwei Themen jetzt im Fokus, das man muss es so sagen, Biden-Debakel gestern bei der TV-Debatte mit Donald Trump und ein mögliches Endspiel um den Euro jetzt mit der Frankreich-Wahl. Und da tun sich sehr interessante Perspektiven auf. Und wir wollen uns jetzt die Gemengelage zum Handelsstart oder zum Start in diesen Freitag mal anschauen. Also die Urteile sind ziemlich eindeutig, auch in jenen Medien wie zum Beispiel Politico oder Huffington Post, die sicherlich nicht den Republikanern extrem nahe stehen, sondern tendenziell zu den Demokraten, also zur Partei Joe Bidens neigen. Biden ist toast, heißt es ihr, der ist praktisch finito. Er hatte fertig, er würde Trapattoni sagen, und die Demokraten in Panik, so beschreibt es Politico, auch die Huffington Post sagt, man sieht eine alarmierende Performance, und selbst der Spiegel, der ja auch jetzt sicherlich nicht im Camp Trump stark verankert ist, sagt, Biden klarer Verlierer des Duells unter Berufung auf Umfragen. Und hier sehen wir, laut einer CNN-Umfrage haben 67% gesagt, Trump hat gewonnen, nur 33%. Biden hat gewonnen. Jetzt muss man wissen, erstens, CNN hat ein Publikum, das normalerweise ja auch eher den Demokraten zuneigt, auch wenn das natürlich jetzt diesmal sehr viel größer war, weil das eben ein nationales Event war. Aber normalerweise sind die Lager ja so um und bei 50-50 gespalten zwischen Demokraten und Republikanern, also ganz eng. Wenn also jetzt knapp mehr als zwei Drittel der Leute sagen, Trump hat gewonnen und Biden hat verloren, dann ist das ein sehr, sehr eindeutiges Votum. Und das sehen wir auch dann bei Wetteplattformen. Wer wird der nächste Präsident? Und da geht es für Trump deutlich nach oben und für Joe Biden deutlich nach unten. Vor allem am Anfang in der ersten Phase war Biden durchaus ein bisschen von der Rolle. Und das ist generell das Problem. Es geht hier gar nicht um sachliche Argumente, wahr, falsch oder irgendwas, sondern es geht darum, dass Biden eben extrem senil wirkte und diese Aussetzer wieder hatte. Und jetzt bist du natürlich eine Weltmacht oder empfindest dich als USA als Weltmacht und hast dann einen Präsidenten, der irgendwie so wirkt. Das passt nicht zusammen und das ist das, was sozusagen hier das große Problem ist. Wir sehen hier mal den Verlauf praktisch, wie die Wahrscheinlichkeiten fluktuierten zwischen Trump wird nächster Präsident und Biden. Wir sehen, in der Tendenz wird Trump klar nach oben, auch wenn sich dann Biden Richtung Ende hin erholen konnte, auch rhetorisch erholen konnte, aber es reicht nicht. Und so bei CNN, hier heißt es, wie werden wir jetzt weitermachen, können wir Biden austauschen? Also das scheint jetzt die zentrale Frage zu sein, wird man es wirklich wagen, sozusagen mit Biden in diese Wahl zu gehen und ziemlich sicher zu wissen, dass man verliert, oder zaubert man einen anderen aus dem Hut sozusagen? Und es ist natürlich davon auszugehen, dass die Möglichkeit von führenden Demokraten natürlich vorher diskutiert wurde, was passiert, wenn Biden hier schlecht aussieht, und dementsprechend wird man einen Plan B wahrscheinlich im Hut haben, und dementsprechend ist eben dann das, was Biden da teilweise passiert, es war nicht alles immer irgendwie ein Problem, aber manchmal war es eben ein richtiges Problem. Dann hat zum Beispiel Biden irgendwas komplett Unverständliches wieder gesagt. Dann sagte Trump, ich weiß nicht, was er gesagt hat, und ich glaube auch nicht, dass er weiß, was er selber gesagt hat. Also das bringt so ein bisschen die ganze Geschichte auf den Punkt. Und Peter Schiff sagt, also das sieht ganz so aus, dass die Demokraten hier praktisch Biden jetzt loswerden wollten mit dieser ersten Fernsehdebatte. Und diese Fernsehdebatte, die ja sehr früh angesetzt ist, wir haben ja am 5. November erst, oder im November, Anfang November erst die Wahl, und jetzt schon eine Fernsehdebatte. Im Juni ist normalerweise relativ früh, die zweite ist ja erst für September angesetzt, aber man hätte ja sagen können, gut, machen wir September und Oktober zwei Debatten, jetzt im Juni also sehr früh. Und die Theorie ist, die jetzt in den USA sehr stark zirkuliert, die natürlich Spekulation ist, dass sozusagen die Demokraten es darauf angelegt haben, dass wenn Biden hier scheitert,
und sich als nicht geeigneter Kandidat repräsentiert aufgrund seiner Senilität, seines Alters, dann hat man noch Zeit bis August und kann dann sozusagen jemand anderes nach vorne schieben. Und offenkundig hat CNN da auch ein bisschen mit dazu beigetragen, ja eigentlich ein Sender, der den Demokraten nahe steht, aber wenn Sie mal auf die Regie geachtet haben, dann sind beiden ja öfter mal die Gesichtszüge so entgleist wie hier jetzt zum Beispiel. Und das während Trump geredet hat. Normal ist die Kamera ja auf den Sprecher gerichtet, aber hier war es eben so, dass man dann auf dem Gesicht von beiden geblieben ist und eben diese geradezu Erstarrung in den Gesichtszügen dann gefilmt hat. Also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich und so ist eben vieles, was hier gerade auch von republikanischer Seite kommt, die von einem Coup sprechen, dass man Biden unter den Bus geworfen habe, heißt es hier so. Das hatte hier Jason zum Beispiel schon prognostiziert, dass das das Ziel sein könnte. Das Ergebnis ist jedenfalls offenkundig, dass man Biden unter den Bus geschmissen hat. Wir haben dann noch ja diese Ansprache von seiner Frau gesehen, von Jill Biden, die dann gesagt hat, ja, brav, hast du gut gemacht, wie so eine Kindergärtnerin fast schon mit ihm gesprochen, hast alle Fakten richtig und so weiter und so fort. Und dann sieht man, wie sie ihn sozusagen von der Bühne geleitet. Das hat so wirklich, solche Dinge habe ich im Altersheim gesehen, wenn die Leute kaum mehr laufen können, dass man die dann stützt und so ganz langsam von der Bühne hoppelt. Das ist alles natürlich nicht förderlich und dementsprechend sehen wir, dass jetzt wahrscheinlich Gavin Newsom der Favorit wäre, wenn er ersetzt werden würde, also der kalifornische Gouverneur, der ja durchaus eine, wie soll ich sagen, nicht gerade überzeugende Performance in Kalifornien hat. Da gehen ja viele Firmen weg Richtung Texas, Richtung Florida. Und das hat wahrscheinlich Gründe, da hat man übrigens auch eine ähnliche Energiepolitik gefahren, bis vor kurzem, wie in Deutschland, die revidiert man jetzt offenkundig. Dann Kamala Harris, naja, ob die wirklich geeignet ist und Chancen hat, weiß man nicht. Hillary Clinton ist wieder auch im Spiel und Peter Buttigieg, also das ist der Verkehrsminister, also das ist jetzt der Stand der Dinge. Biden Wahrscheinlichkeit also deutlich gefallen. Immer noch sieht man es hier zumindest als wahrscheinlicher, dass Biden doch antritt. Wenn man ChatGPT mal fragt, ja, wäre das vielleicht ein kluger Schachzug der Demokraten, dann sagen die, ja, das könnte neues Feuer bringen, könnte sozusagen hier so ein Game Changer bringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Demokraten angesichts der Dinge, die sie selber ja gesehen haben bei Biden, eben diese Senilität, dass sie sich nicht darüber Gedanken gemacht haben, auch wenn sie immer gesagt haben, ja, der ist doch total fit und so weiter. Aber hier sehen wir es dann eben auch, was der CNN-Moderator hier Erin Burnett gesagt hat oder was die Moderatorin hier, die Expertin hier Erin Burnett sagt, die sagt, also der hat sich 6 Wochen in Camp David vorbereitet. Sie wussten die Regeln, sie wussten praktisch, welche Fragen gestellt werden. Also er konnte sich komplett darauf vorbereiten und er hat es trotzdem irgendwie vermasselt. Das ist eben genau das große Problem, das er hatte. Er hat es offenkundig nicht geschafft, irgendwie einigermaßen auch konditionell über die Runden zu kommen. Deswegen diese Aussetzer, die Financial Times bringt das auf den Punkt, dass er praktisch immer wieder diese Aussätze hatte. Und wenn wir hier uns mal jetzt Polymarket anschauen, auch so eine Wettplattform, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Biden rausfällt aus dem Präsidentschaftskandidatenrennen? 40%, deutlich gestiegen, jetzt von vorher ja an nicht mal 20%, also ein Anstieg hier dieser Wahrscheinlichkeit von 51%. Und interessant ist übrigens auch, dass die Tagesschau natürlich darüber berichtet hat, in einem langen Artikel über dieses Duell und mit keinem Wort die Aussetzer von Biden hier thematisiert hat, mit keinem Wort. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das ist ja die eigentliche Message, gerade für die Amerikaner und in der Wahrnehmung jetzt auch in den USA dieser Debatte. Also man hat sozusagen rein die sachliche Ebene bedient, ist ja okay, aber zur sachlichen Ebene gehört auch, ja, welche Folgewirkungen hat denn diese ganze Geschichte politisch? Und das eben zumal die Amerikaner ja beanspruchen, die Weltmacht zu sein. Und Scholz, unser Bundeskanzler, hat ja kürzlich noch gesagt, Mensch, der Biden, der ist doch total fit. Also das ist schon echt schwierig jetzt für die Rechtfertigung. Ich bin mal gespannt, wie die deutschen Medien weiter damit umgehen. Aber es ist natürlich, also ich kann nicht den zentralen Faktor praktisch weglassen. Das zeigt, dass hier die Dinge nicht mehr so richtig rund laufen in der
öffentlich-rechtlichen Informationsstruktur. Dann noch wichtig vielleicht, wie schaut es aus mit China? Da ging es auch darum, China bringt uns als Land um, heißt es. Und dann hatte Trump auch Biden als praktisch gekauften Kandidaten von China bezeichnet. Harter Tobak, aber man sieht, da wird mit harten Bandagen jetzt gerungen. Pentagon übrigens schickt jetzt Military Assets nach Libanon und evakuiert Amerikaner aus Israel und Libanon. Das heißt, sie rechnen offenkundig damit, dass hier dieser militärische Konflikt zwischen Israel und dem Libanon ausbrechen wird. Auch das wäre geopolitisch natürlich ein ziemlicher Hammer, dürfte den Ölpreis dann nach oben treiben. Wenn wir uns jetzt mal die erste Reaktion der Märkte anschauen, sehen wir, die US-Futures sind gestiegen, weil man sich sagt, ist doch schön, wir sehen, dass der Dollar gestiegen ist und dass die Renditen gestiegen sind. Dollaranstieg, weil sozusagen eine sehr stark US-fixierte Politik, Bestrafung von denjenigen, die sozusagen sich vom Dollar abwenden. Renditeanstieg macht Sinn, weil hochgradig inflationär, Migranten raus, Zölle hoch und so weiter und so Steuern runter, all das natürlich hochinflationär, deswegen die Anleiherenditen gestiegen, Dollar gestiegen, zum Beispiel Dollar-Yen über 161 gestiegen, hier sehen wir den Dollar-Index mit diesem Move zunächst mal nach oben, allerdings ob der Anstieg zum Beispiel des DAX, den wir heute Morgen erleben, wirklich berechtigt ist, wenn man sieht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump an die Macht kommen wird, jetzt deutlich gestiegen ist. Das würde ich mal in Zweifel stellen. Auch zum Beispiel bei Tech-Werten, Google und so weiter, Amazon, alle ja ziemlich Vogue, alle so ziemlich in diesem eher linken Mainstream und haben ja sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt, schon bei der letzten Wahl, um Trump zu verhindern. Das kann ich als Publisher bestätigen, zum Beispiel hier bei Finanzmarktwelt, dass man da sehr akut versucht hat von Google, jene Inhalte nach oben zu bringen, die Trump kritisch sind. Deswegen hat man dann auch einen Vertrag geschlossen mit den deutschen großen Medien wie Spiegel und Konsorten und hat plötzlich gesagt, wir zahlen euch doch Geld dafür, dass wir eure Überschriften und die ersten zwei, drei Zeilen bringen in der Google-Suche, was man vorher jahrelang abgelehnt hat, aber dann ein halbes Jahr vor der letzten Wahl plötzlich freiwillig, ganz ungefragt sozusagen, nachdem die deutschen Verlage die Hoffnung schon aufgegeben hatten, dann hingegeben hat. Also man hat eine Stimmung erzeugt, die nicht pro Trump war auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, wie wird Trump dann sich revanchieren? Was wird er tun, wenn er denn Präsident werden sollte? Kommen wir noch zum anderen Geschehen. Nike-Aktie. Gestern 3% nachbörslich verloren, nachdem man warnt vor einer Umsatzflaute, die immer schlimmer wird, vor allem in Nordamerika und Westeuropa. Schwache Umsätze, das belastet heute dann auch Adidas und Puma. Aber es zeigte, dass eben der Konsument ein Problem bekommt. Das haben wir gestern ja schon gesehen, unter anderem durch Aussagen von Walgreens. Und das ist ein echter Dickfisch. Die haben 300.000 Angestellte. Das ist 10-mal so viel wie Nvidia. Die haben 30.000, 8.500 Läden in den USA. Ein Viertel deines Wertes gestern verloren, indem man gesagt hat, ja, die Konsumenten, die werden schwächer. Und das, obwohl das Sentiment so immer wieder, was man hört, Goldman Sachs, oh, der Konsument ist so stark, super, 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 der würde doch hier ganz toll performen. Man erwartet, dass hier die Dinge ganz toll werden. Aber gestern haben wir zum Beispiel gesehen, dass die persönlichen Ausgaben runterrevidiert wurden im Rahmen der BIP-Zahlen. Wir haben gesehen, dass die Inflationsdaten nach oben revidiert wurden, also der PCE-BIP-Deflator. Und heute haben wir diese PCE-Inflationsdaten und die Erwartung ist 0,0%. Und diese Daten sind ja aus dem Mai, also eigentlich schon kalter Kaffee Ende Juni. Aber die Wall Street ist ja bekannt dafür, dass sie dieselbe Party gerne mehrfach feiert, nachdem man ja schon gefeiert hat, dass die letzten Inflationsdaten, die ja auch aus dem Mai waren, nämlich die CPI-Inflationsdaten, etwas niedriger gewesen sind. Also heute neue Party, die praktisch die Wiederholung der Wiederholungsparty. Wir werden sehen. Personal Consumption Expenditure, vielleicht hier noch wichtig zu wissen, da ist die Immobilienkomponente deutlich geringer, etwa nur die Hälfte, 16% die Gewichtung, während bei CPI ist das in etwa ein Drittel. Was haben wir noch? Wir haben natürlich jetzt diese Geschichte mit La France. Hier sehen wir mal in der Financial Times der Aufstieg und Fall des Macronismus. Er ist ja eigentlich angetreten, um sozusagen die Rechten irgendwie zu verhindern und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit so hoch wie noch nie, dass die
die wirklich jetzt an die Macht kommen. Hier sehen wir mal hell, hier gelb ist es, glaube ich, oder ocker, keine Ahnung, die Umfragewerte von Macron, und sehen, das geht ziemlich dick in die Hose. Nach neuesten Umfragen dürfte jetzt die Rassemblée Nationale, also die Partei von Le Pen und Bardella, diesem jungen Mann, den Sie hier sehen, der dann faktischer Ministerpräsident würde, nicht Madame Le Pen, sondern Bardella, ein aus italienisch abstämmiger, die Eltern sind aus Turin eingewandert, der in so einem Banlieue groß geworden ist, dementsprechend eben irgendwie die Sprache des Volkes auch trifft und die Probleme durchaus eben auch kennt. Er hat sich jetzt klar ausgesprochen für eine weitere Unterstützung der Ukraine, aber ohne französische Truppen, by the way. Und jetzt muss man wissen, in Frankreich gibt es ja ein Verhältniswahlrecht, anders als in England, wo es einen Wahlgang gibt und der winner takes it all, ist in Frankreich gibt es zwei Wahlgänge, wo sozusagen die beiden ersten take it all, die beiden ersten kommen weiter und gehen dann in eine Stichwahl. Jetzt hast du in vielen Bereichen in Frankreich die Situation, dass Macrons Partei nicht wahrscheinlich in die Stichwahl kommen wird. Auf der anderen Seite besteht dann nach der Wahl, die ja jetzt am Wochenende stattfindet, die Möglichkeit, dass man vielleicht Allianzen macht, dass wenn die Macron-Partei ausgeschieden ist, dann sagt, gut, dann unterstützen wir die Volksfront, die von Judäa oder Judäische, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da gibt es eben dann nochmal Taktiermöglichkeiten, aber ich gehe davon aus, dass das kein schönes Ergebnis für Macron werden wird. Das sehen wir auch in den Risikoprämien, in den Rendite-Spreads zwischen deutscher und 10-jähriger Anleihe, aktuell 0,82%. Und jetzt hat Lindner gesagt, also ich will nicht, dass die EZB hier eingreift und etwa die Renditen drückt durch Anleihekäufe Frankreichs. Das ist also eine klare Aussage. Bin gespannt, ob das mit Herrn Scholz abgestimmt ist. Jedenfalls gäbe es ja die Möglichkeit, über dieses sogenannte TPI, Transmission Protection Instrument, das eigentlich ja installiert wurde, um die Transformation der Geldpolitik in die Realität, bla 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 bla, Schwachsinn alles, es geht um faktische Staatsfinanzierung, aber egal. Jedenfalls ist eine zentrale Bedingung, dass man hier sozusagen solche Unterstützungsmaßnahmen macht, dass die EU-Haushaltsregeln eingehalten werden. Und genau das ist nicht passiert. Deswegen läuft ja ein Defizitverfahren gegen Frankreich. Das heißt, die EZB kann nicht eingreifen, wenn sie diese Regel ernst nimmt. Jetzt wissen wir, die EZB hat erst 498 Mal gegen ihre eigenen Regeln verstoßen. Ginge also irgendwie dann vielleicht doch. Aber die zweite Voraussetzung ist die Zustimmung durch den EZB-Rat. Aber wenn Deutschland dagegen ist und Lindner sozusagen wirklich die Meinung der deutschen Regierung hier vertritt, dann können die machen, was sie wollen. Das wird nicht gegen den Willen Deutschlands passieren. Davon gehe ich mal aus. Und das birgt das Potenzial, dass die Renditen hier deutlich nochmal weiter nach oben gehen. Und wie die Neue Zürcher Zeitung hier sagt, ist das vielleicht das Endspiel um den Euro. Denn auch in den Ländern, die sozusagen immer Geberländer waren, sehen wir jetzt so einen politischen Rutsch hin zu Kräften, die sagen, nee, haben wir keinen Bock, zum Beispiel Länder zu unterstützen wie Italien, die seit sage und schreibe 100 Jahren in Folge noch niemals es geschafft haben, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Frankreich hat das 50 Jahre nicht geschafft. Und by the way, die Geldmenge auch in der Eurozone steigt wieder. Die ist noch nie so richtig runtergekommen, anders als in den USA. Kleiner Hinweis noch, Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Verluste aus Termingeschäften, dass die nur begrenzt steuerlich verrechnet werden, das ist verfassungswidrig. Die Folgen werden wir noch sehen, nur kurze Info noch und abschließend dann zwei Empfehlungen, nämlich die katastrophale Debatte, Panik bei Demokraten, hier nochmal alles, was Sie dazu wissen sollten und müssen. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung, das, was Lindner hier mal eben rausgehauen hat, der Lindner warnt die EZB, gerne weiterempfehlen. Also diese beiden Artikel, jetzt sage ich Servus, ciao.